kommt endlich Steve Lawrence mit Pretty Blue Eyes. 9.45 Uhr. Yesterday. Genau. Pretty blue eyes. All the guys from the neighborhood keep saying you sure look good with your blue eyes. Pretty blue eyes. Saw you from my window. My heart skipped a beat. Gonna sit by your doorstep. So that I can meet pretty blue eyes. Please come out today so I can tell you what I have to say, that I love you, pretty blue eyes. Saw you from my window. My heart skipped a beat. Gonna sit by your doorstep. So that I can meet pretty blue eyes. Please come out today so I can tell you what I have to say, that I love you, pretty blue eyes, pretty blue eyes, pretty blue eyes, pretty blue eyes. Schau mir in die Augen, Kleines. Pretty Blue Eyes mit Steve Lawrence.
the sound of 67. Richtig erkannt, eine Rarität von Mr. Chris Andrews aus dem Jahr 1967. NDR 2 um 9.54 Uhr, der Hinweis für Sie, liebe Hörer, nochmals. Das Ende des Flüchtlingsdramas in Prag und Warschau, eine Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse von gestern und heute Nacht bis in die frühen Stunden des heutigen Morgens. Von unseren Kollegen aus der Abteilung Zeit von Politik um 10.05 Uhr auf NDR 2, da sind Sie bestens informiert und haben nichts versäumt. Also 10.05 Uhr, eine Sondersendung zu den Ereignissen in Prag und Warschau. Ach, was soll ich noch sagen? In der nächsten Stunde freuen wir uns telefonetisch zumindest auf Marie-Louise Marianne, unsere Mama aus der Lindenstraße, Helga Beimer. Denn, Doppelpunkt, heute läuft die 200. Folge der ARD Lindenstraße und das wollen wir gebührend feiern. Gespräch, netter Form, nicht im Kamin, sondern bei einem verhangenen Sonntagvormittag am Telefon mit unserer Marie-Louise Marianne. So, jetzt haben wir noch einen Titel, vielleicht schaffen wir noch einen zweiten, bis zu den Nachrichten. Kiss in the Dark, Backfield in Motion. Outside of holding, yeah, you ought to be ashamed of yourself.
the crew's getting out. They were all jigging up in the rigging, 'cause the captain loves to rock and roll. Everybody was dancing with the captain. Everybody was dancing with the captain. Just look at them dancing, dancing, dancing with the captain. Well, we all had fun the whole night long, and the ship sailed on. NDR 2 Nachrichten. 10 Uhr Prag. Nach der Ausreise von mehr als 4000 DDR-Bürgern aus der Tschechoslowakei halten sich seit heute früh schon wieder mindestens 150 Flüchtlinge in der bundesdeutschen Botschaft in der CSSR auf. 50 von ihnen hatten sich geweigert, die Ausreisebedingungen anzunehmen. Der Rest war noch während der Nacht auf dem Botschaftsgelände eingetroffen. Kurz nach den ersten Nachrichten über die freie Ausreise aus der Tschechoslowakei waren zahlreiche DDR-Bürger in Privatwagen von zu Hause losgefahren und nach Prag geeilt. Unterdessen ist der zweite Sonderzug mit Flüchtlingen aus der Tschechoslowakei in der Bundesrepublik eingetroffen. Weitere drei werden bis zum frühen Nachmittag erwartet. Der Sonderzug mit den Flüchtlingen aus Prag soll zwischen 15 und 16 Uhr in Helmstedt ankommen. Weitere Einzelheiten über den Ausgang des Flüchtlingsdramas können Sie im Anschluss an die Nachrichten auf NDR 2 hören. NDR 4 berichtet in einer Sondersendung um 11.05 Uhr über dieses Thema. Bonn. In der Bundesrepublik wurde die Lösung des Flüchtlingsdramas von Prag und Warschau mit Erleichterung aufgenommen. Außenminister Genscher sagte, er sehe sich in seiner Politik des Dialogs auch mit den Machthabern in Osteuropa bestätigt. Genscher, der die DDR-Bürger gestern Abend in Prag selbst über den glücklichen Ausgang der diplomatischen Verhandlungen unterrichtet hatte, sprach von der bewegendsten Stunde seiner politischen Arbeit. Kanzleramtsminister Seiters, der gestern ebenfalls in Prag war, zeigte sich glücklich und erleichtert. Der SPD-Vorsitzende Vogel sprach von einem erfreulichen Sieg der Vernunft. Die DDR-Führung bezeichnete ihre Zustimmung für die Ausreise der Flüchtlinge als einen humanitären und einmaligen Akt. Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen haben um 8 Uhr die Wahllokale geöffnet. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland sind knapp 13 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, über die Besetzung der Parlamente in den Städten und Gemeinden zu entscheiden. Aus der letzten Kommunalwahl vor 5 Jahren war die SPD mit 42,5% als stärkste Kraft hervorgegangen. Die CDU kam landesweit auf 42,2 und die Grünen auf 8,2%. Die FDP erreichte vor 5 Jahren 4,8% der Stimmen. Bonn. Bundespräsident von Weizsäcker hat anlässlich des heutigen Erntedankfestes die Bundesbürger aufgefordert, sich mit Nachdruck für die Bekämpfung des Hungers in der Welt einzusetzen. Damals, sagte der Bundespräsident in seinem Aufruf zur Woche der Welthungerhilfe, werde zugleich der Umweltzerstörung entgegengewirkt. Wo Armut herrsche, sei auch die Natur in besonderem Maße bedroht. Wer seine Kinder dem Hungertod ausgesetzt sehe, beute die Natur bis zum Letzten aus und denke verständlicherweise nicht an das Weltklima von morgen. Wer die Menschen in Not unterstütze, helfe deshalb auch der notleidenden Natur, sagte der Bundespräsident. Bonn. In der Bundesrepublik treten heute neue Grenzwerte für die Trinkwasserbelastung mit chemischen Stoffen in Kraft. Die Verordnung entspricht einer Vereinbarung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft.
Nach Angaben von Gesundheitsministerin Lehr können derzeit rund 20% der 6.300 Wasserwerke in der Bundesrepublik die schärferen Werte nicht einhalten. Für sie ist eine Übergangsregelung vorgesehen, sofern ein gesundheitliches Risiko ausgeschlossen werden kann. Die Umweltorganisation Greenpeace forderte die Bundesregierung unterdessen auf, bei jeder Überschreitung der Grenzwerte den Landwirten im Bereich der betroffenen Wasserbrunnen sofort zu verbieten, chemische Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Minsk. Etwa 15.000 Menschen haben gestern in der Hauptstadt Weißrusslands für wirksamere Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl demonstriert. Sie zogen in einem Schweigemarsch durch die Stadt. Die Demonstranten warfen den Behörden vor, das Ausmaß des Atomunglücks unterschätzt zu haben. Die Bevölkerung sei nicht ausreichend über die Folgen des Unglücks vom April 1986 informiert worden. Außerdem ignorierten die Behörden den Umfang der Krebs- und anderer Erkrankungen. Tschernobyl liegt nur wenige Kilometer südlich der Grenze zu Weißrussland. Die gestrige Demonstration in Minsk war verboten worden. Die Polizei hielt sich aber zurück. Nach den Nachrichten der Wetterbericht, die Vorhersage bis morgen Abend. Zufuhr von Meeresluft, aber heute meist stark bewölkt und gelegentlich Regen. Tageshöchsttemperaturen um 15, im Oberharz bei 11 Grad. Nachts und morgen wechselnd wolkig mit einzelnen Schauern. Tiefstwerte nahe 10 Grad, Tagestemperaturen morgen wenig geändert. Heute auffrischender, morgen starker und an der Küste später stürmischer Nordwestwind. Die weiteren Aussichten für Dienstag und Mittwoch bei stürmischen Nordwest- bis Nordwinden wechselhaft mit Schauern und Temperaturen nahe 15 Grad. Am Mittwoch allmähliche Wetterberuhigung. Die Windvorhersage bis morgen Abend, Deutsche Bucht, Nordwest 5 bis 6, langsam zunehmend 6 bis 7. Westliche Ostsee, Nordwest bis West 3 bis 4, zunehmend 5 bis 6, morgen 6 bis 7. Damit Ende der Nachrichten, es ist 10.05 Uhr. NDR Verkehrsstudio mit einer Meldung aus Schleswig-Holstein. Neumünster. Die Parkplätze im Bereich der Holstenhalle sind belegt. Besucher werden gebeten, den kostenlosen Park-and-Ride-Verkehr vom Jugendspielplatz Karlstraße zu benutzen. NDR 2 aktuell. Am Mikrofon Rüdiger Knott. Sie sind schon da oder aber Sie sind noch unterwegs auf dem Weg in die Bundesrepublik. Die Botschaftsflüchtlinge in Prag und Warschau. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher, der gestern mit Kanzleramtsminister Rudolf Seiters nach Prag geflogen war, um die gute Nachricht den Frauen, Männern und Kindern aus der DDR selbst zu überbringen, sprach von der bewegendsten Stunde seiner politischen Arbeit. Und so wurde seine Nachricht von der Ausreise aufgenommen. Jubel gestern Abend in der Bonner Botschaft in Prag. Was sich dort rund um die Ausreise der fast 4.000 Menschen abspielte, schildert Ihnen Walter Tauber. Als Bundesaußenminister Genscher gestern Abend den DDR-Flüchtlingen in der Bonner Botschaft in Prag sagte, dass sie in die Bundesrepublik ausreisen könnten, wollten es die meisten zunächst nicht glauben. Ein ungeheurer Jubel brach aus. In Sprechchören riefen die Flüchtlinge Dankeschön, Dankeschön. Die Evakuierung der Botschaft zog sich bis in die späten Abendstunden hin. Hinten am Zaun warteten noch kurz vor 11 Uhr gestern Abend einige Flüchtlinge, um eventuell noch Neuankömmlinge über den Zaun zu helfen. Vor der Botschaft spielten sich unbeschreibliche Szenen ab. Die Menschen fielen sich um den Hals, einige weinten. Bundesaußenminister Genscher und Kanzleramtsminister Seiters waren am Nachmittag überraschend nach Prag gekommen. Sie wollten die Flüchtlinge persönlich davon überzeugen, dass für sie der Umweg über die DDR keine Gefahr darstelle. Dass es hier noch Komplikationen geben könnte, war nicht auszuschließen. Viele Flüchtlinge hatten immer wieder versichert, dass sie keinen Fuß mehr auf den Boden der DDR setzen würden. Hätte nicht Genscher selbst ihnen die Weiterfahrt in die Bundesrepublik versprochen, wären sie vielleicht misstrauisch geworden und hätten sich geweigert, die Botschaft zu verlassen. Sie waren zermürbt
durch die Unsicherheit, die Enge, den Schmutz und die mangelnden sanitären Einrichtungen, die den etwa 3.700 in den letzten Tagen das Leben zur Hölle gemacht hatten. Die gefundene Lösung wird mehr oder minder alle Beteiligten befriedigen, vor allem natürlich die Flüchtlinge. Die meisten von ihnen hatten zwar fest geglaubt, dass sie irgendeinmal in die Bundesrepublik kommen würden, aber dass es so schnell gehen werde, hatten sie nicht gehofft. Walter Tauber aus Prag, unser Korrespondent, konnte übrigens Meldungen bislang nicht bestätigen, wonach die tschechoslowakische Polizei inzwischen das Botschaftsgelände in Prag abgeriegelt hat und dass in den letzten Stunden dort erneut mehrere hundert Menschen auf das Botschaftsgelände gelangt sein sollen. Diese Meldungen, vor allen Dingen der Nachrichtenagentur AP, bleiben bislang unbestätigt. Jubelszenen gestern gab es auch in Warschau. Dort kamen Staatssekretär Jürgen Suthoff und der ständige Vertreter Bonns in Ostberlin Franz Bertle kaum zu Wort. Immer wieder wurden sie von lauten Jubelschreien unterbrochen, als sie den in der Botschaft der Bundesrepublik in Warschau zum Teil schon seit Wochen ausharrenden DDR-Flüchtlingen die Nachricht über die unmittelbar bevorstehende Ausreise überbrachten. Denn obwohl die Lage hier nicht so prekär war wie in der Bonner Vertretung in Prag, zerrte das Warten die Ungewissheit über die Zukunft doch sehr an den Nerven. Aus Warschau meldet sich Reinhold Vetter. Wie vorgesehen, um 2.50 Uhr heute Nacht verließ der Zug mit 10 Waggons der Deutschen Reichsbahn den Warschauer Ostbahnhof. Über 800 DDR-Flüchtlinge traten die Reise in die Bundesrepublik an. Der Zug war so voll, dass gar nicht mal jeder einen normalen Sitzplatz bekam. Die Deutsche Reichsbahn hatte zum Teil nur Nahverkehrswaggons zur Verfügung gestellt. Trotz der Enge und trotz der Strapazen in den letzten Tagen war die Stimmung gut. Viele winkten und bedankten sich bei den Vertretern der Bundesdeutschen Botschaft, als der Zug langsam aus dem Bahnhof rollte. Die DDR-Flüchtlinge wurden begleitet von Staatssekretär Jürgen Suthoff aus Bonn und Franz Bertele, dem Leiter der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin. Vorgesehen war, dass die Flüchtlinge während der Fahrt von DDR-Beamten Ausreisedokumente erhalten sollten. Suthoff und Bertele kündigten an, sie wollten die Ausgabe dieser Dokumente überwachen. Für die DDR-Flüchtlinge hatte die Ausreiseaktion am frühen Abend begonnen. Von ihren Ausweichquartieren rund um die polnische Hauptstadt wurden sie in die Botschaft der Bundesrepublik gebracht, ohne aber nähere Hinweise zu erhalten. Erst kurz nach 22 Uhr teilten Suthoff und Bertele ihnen mit, dass die Ausreise noch in der Nacht beginnen werde. In diesem Moment kannte die Begeisterung keine Grenzen. Allerdings gab es zunächst auch Skepsis, nachdem die Ankündigung gekommen war, man werde durch die DDR reisen. Beruhigend wirkte erst die Mitteilung der Bonner Unterhändler, sie wollten selbst im Zug mitfahren. Noch den ganzen Samstag über waren immer neue Flüchtlinge zur Botschaft gekommen. In den umliegenden Straßen mehrte sich die Zahl der parkenden Trabis. Diese Autos sollen in den nächsten Tagen ebenfalls in die Bundesrepublik geschafft werden. Ein junger DDR-Bürger sprang vom Auto sofort in einen der Busse, mit denen die Flüchtlinge zum Warschauer Ostbahnhof gebracht wurden. Eine Familie fuhr direkt zum Bahnhof, um dort in den wartenden Zug zu steigen. Staatssekretär Suthoff sprach bei der Abfahrt von einem denkwürdigen Tag. Doch die Frage ist, wie es in der nächsten Zeit weitergehen wird. Einige DDR-Flüchtlinge erreichten den Zug nicht mehr rechtzeitig, weitere werden in den nächsten Tagen kommen. Bislang steht auch nicht fest, wann die Bundesdeutsche Botschaft wieder geöffnet werden soll. Die Mitarbeiter der Botschaft haben in den letzten Wochen reichlich Überstunden gemacht. Der Zug aus Warschau soll übrigens nach letzten Informationen gegen 17 Uhr oder 17.20 Uhr in Helmstedt ankommen. Informationen waren das von Reinhold Vetter aus Warschau. Und wie gedrechselt es klingt, wenn Ost-Berlin mitteilt, dass das Drama in Prag und Warschau zu Ende geht, das zeigte die Nachrichtensendung Aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens, in der gestern Abend die jüngste Entwicklung erst an zweiter Stelle gemeldet wurde, nach der Meldung zum Staatsjubiläum der Volksrepublik China. Hören Sie den Originalton des DDR-Fernsehens. In dem Bestreben, die nicht von der Regierung der DDR herbeigeführte unhaltbare Situation in den Botschaften der BRD in Prag und Warschau zu beenden, hat die Regierung der DDR nach Konsultation mit den Regierungen der CSSR und der VRP sowie mit der Regierung der BRD veranlasst, dass die sich in diesen Botschaften rechtswidrig aufhaltenden Personen aus der DDR mit Zügen der Deutschen Reichsbahn über das Territorium der DDR in die BRD ausgewiesen werden. Dies erklärte der Sprecher des Außenministeriums der DDR, Botschafter Wolfgang Mayer, am Sonnabend gegenüber ADN. Der Vorgang vollzieht sich auf Vorschlag der DDR im Verlaufe der Nacht vom 30. September zum 1. Oktober. Mit diesem humanitären Akt, so der Sprecher weiter, verbindet die Regierung der DDR die Hoffnung, dass auch seitens der Regierung der BRD Schlussfolgerungen für den normalen, den internationalen Gepflogenheiten entsprechenden Betrieb in ihren Botschaften gezogen werden.
Originalton DDR, Nachrichtensendung Aktuelle Kamera war das. Erschöpft, aber glücklich sind am Morgen die ersten DDR-Flüchtlinge aus der bundesdeutschen Botschaft in Prag in der bayerischen Stadt Hof eingetroffen. Sie zeigten sich erstaunt über den Trubel, der auf dem Bahnhof dieser 50.000 Einwohner zählenden Stadt herrschte, als der grün-weiße Zug der Deutschen Reichsbahn um 6.14 Uhr auf Gleis 8 einlief. Dort drängelten sich Helfer des Roten Kreuzes, Polizisten, Journalisten, Freunde und Neugierige, um die Flüchtlinge zu begrüßen. Oliver Bendixen berichtet. Riesenbeifall, als der Zug eingelaufen ist. Rotkreuzhelfer waren